Hallo und schön, dass ihr da seid zu einem weiteren World of Warcraft Legion Video. Heute zur Instanz Eye of Ashara. Als ich in Asuna zu Ende war mit dem Leveln, hatte ich noch zwei Dungeon Quests offen. Eins für Alchemie und eins normal von der letzten Questline. Und da habe ich mir gesagt, ey, warum sollst du es nicht gleich machen? Das Besondere an diesem Video ist, dass ich den ersten Boss zweimal drin habe. Das liegt daran, dass wir einmal ein Disconnect hatten, nachdem der erste Boss lag und der neue Tank im zweiten Versuch einen ganz interessanten anderen Weg durch den Trash zum ersten Boss genutzt hat. Und der kann euch ganz gut mal eben 5 Minuten Zeit sparen. Also nicht wundern, dass zweimal der Boss da ist. Jetzt erstmal der Anfang. Ganz normal, wie man das kennt, auf dem Weg zum ersten Boss, gerade raus. Dazu muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Übrigens, hier bin ich zwar noch Level 103, aber diese Instanz ist durchaus so einfach, dass man mit 3 Basic Spells alles heilen kann. Deswegen nicht wundern, dass ich hier nicht groß den vollen Healer-Part raushole. Ist auch einfach nicht notwendig. Jetzt ist es Trash. Ich habe den ganzen restlichen Trash nach dem ersten Boss eigentlich rausgeschnitten, weil er einfach unnötig ist. Aber hier seht ihr, das ist ein langer Weg. Wir müssen den Trash machen. Wir gehen gerade und das ist keine gute Idee. Endlich ist der Trash vor dem ersten Boss geschafft und da geht's los mit dem guten alten Warlord Payesh. Der kann eigentlich nicht besonders viel, muss ich nicht viel zu sagen. Der hat einen Impale, der summoned Minions,
die, also Ads, die dafür sorgen, dass du gesilenced werden kannst als Heiler, ist das keine gute Idee. Aber wie ihr seht, das hier ist non-heroic, das ist alles gar kein Problem. So, und da liegt er also, der Warlord Payesh, der erste Boss in der Instanz von 5. Jetzt kommt, was ihr jetzt nicht seht, jetzt sind wir disconnected worden, und jetzt kommt eine andere Gruppe. Der Monk Tank, werdet ihr gleich sehen, nimmt einen ganz anderen Weg, und dieser Weg spart euch locker 5 Minuten, und zwar will ich euch auch erklären, warum. Ihr müsst ja, nachdem ihr Warlord Payesh gekillt habt, sowieso noch einmal Richtung Westen. Und wenn ihr den Trash an dieser Stelle schon cleart und hier lang geht, ist der Trash nach dem Warlord praktisch schon komplett weg. Deswegen schaut einfach mal zu und überlegt, wenn ihr das nächste Mal in Eye of Ashara seid, ob das nicht auch was für euch sein könnte. Denn seien wir mal ganz ehrlich, der Trash, den wir im ersten Versuch auf dem Weg zu Warlord Payesh geklärt haben, warum? Das ist überhaupt nicht notwendig. Der Trash ist völlig irrelevant. Deswegen, dieser Trash hier, der kann gepult werden. Der ist wichtig und der wird jetzt deswegen auch geklärt und alles wird gut. Und nochmal Warlord Payesh müsst ihr jetzt leider ertragen. Aber ihr seht, der Weg ist anders. Und
diese Gruppe ist auch insgesamt sehr, sehr, sehr viel schneller und sehr viel effizienter. Ja, schaut es euch einfach an. Und hier kann man das gut sehen. Der Warlord liegt und wir müssen jetzt in Richtung Westen auf der Map. Da ist der ganze Trash schon weg. Müssen wir uns nicht drum kümmern. Locker 5 Minuten soll die auf jeden Fall das nächste Mal genauso auch machen. Was allerdings auch passieren kann, das sieht man daran, dass der Demon Hunter gerade im Hintergrund stirbt, ohne dass er in der Nähe ist, ohne dass ich ihn heilen kann. Schwierig. Ist aber halt eine neue Instanz. Wie auch immer. Auf dem Weg zum neuen Boss habe ich jetzt den ganzen Trash mal rausgeschnitten. Zweiter Boss also. Das ist die gute alte Lady Hatecoil. Kann auch nicht so viel, allerdings solltet ihr nicht im Wasser stehen bleiben, besonders nicht als Heiler, denn sie ist eine Wetterhexe und das bedeutet, irgendwann macht sie das Nette, dass sie das ganze Wasser unter Strom setzt. Sieht man hier auch, Lady Hatecoil, bla bla bla, wunderbar. Wir stehen auf einer Insel, aber ihr könnt da nicht die ganze Zeit stehen bleiben, denn danach gibt es eine Wetterbewegung. Und jetzt seht ihr gleich, dann gehen die Inseln weg. Sobald die Inseln weg sind, müsst ihr euch einfach eine neue suchen. Das ist eigentlich ganz einfach. Gibt es nicht viel zu sagen. Wie ihr seht hier, neue Insel suchen und weiter heilen. Und da liegt sie, die Lady. Ich habe den ganzen Trash jetzt weggeschnitten. Hey, da habe ich sogar Loot bekommen. Und es geht zum nächsten Boss. Und da ist der dritte Boss, Serpentrix. Total weirdes Ding. Der submerged, also haut ab. Naturschaden macht er ohne Ende und dann teilt er sich in mehrere Teile auf. Rausbleiben aus diesen tollen Patches, die auf dem Boden bleiben. Naturschaden gegenheilen für einen Heiler jetzt nicht so besonders schwierig. Das Einzige, was passieren kann, ist dadurch, dass in dieser ganzen Instanz immer Wettereffekte sind, dass ihr auf dem Boden verschoben werdet. Wie ihr seht, sind es jetzt mehrere Teile, die alle gleichzeitig bekämpft werden müssen. Aber es ist eigentlich kein Problem. Denn meine Gruppe macht das schon richtig. Wie ihr seht, werde ich die ganze Zeit durch die Gegend geschoben, durch Wind. Das kann schon mal sein, dass ihr auf einmal woanders steht, als ihr eigentlich stehen wollt. Und deswegen müsst ihr hier mal ein bisschen mehr heilen. Aber es ist wirklich non-heroic, das ist alles kein großes Problem.
Was aber ganz toll war, war, dass wir den restlichen Trash vor dem nächsten Boss komplett alleine bekämpfen mussten, weil der Schamane irgendwann offline ging. Also er ist tot gewesen, haben wir versucht ihn zu retten, aber er kam nicht wieder. Naja, dann haben wir Gott sei Dank einen neuen Schamanen bekommen und haben dann den letzten beiden großen Trash vom vierten Boss eigentlich relativ leicht gelegt. Diese Wettereffekte seht ihr immer noch da. Sobald ihr verschoben werdet, könntet ihr Probleme haben, aber das passt schon. Also geht es jetzt zu Boss Nummer 4, King Deepbeard. Beard, wie auch immer. Ist meiner Meinung nach so mit der einfachste, wenn der Tank einigermaßen am Start ist. Für euch nur wichtig, ihr müsst gegenheilen gegen diese Bubbles und auf dem Boden kommen immer solche Sachen. Das kennt ihr schon aus anderen Instanzen. Nicht reinlaufen, sonst werdet ihr gesilenced, beziehungsweise es gibt einen Knockback-Effekt, aber es ist alles kein großes Problem. Ihr seid natürlich totale Movement-Krüppel, dann habt ihr ein Problem, aber so insgesamt, wie ihr seht, sogar ich schaff das. Und hier sind wir auf dem Weg zum letzten Boss, Wrath of Ashara. Musste ich für 2 Quests killen, also 2 zum Preis von 1. Man muss vorher allerdings, und das ist nicht ganz unwichtig, diese Summoner alle killen, die da drumherum sind, weil man sonst an den Boss nicht rankommt. Wichtig ist auch noch, dass die alle eine Art Bombe casten können. Das sieht man nachher auch noch beim endgültigen Bosskampf, müsst ihr wegbleiben von den anderen und wenn es dispelled wird, bleibt das halt auf dem Boden eine Fläche, die durchaus Schaden macht. Deswegen sollte man das, wenn man es dispelled, erstmal aus der Gruppe raus und dann dispellen, das irgendwo ablegen. Ich schätze mal, dass es in Heroic später relativ große Probleme geben könnte, weil viele von diesen Patches da sind, wo man sofort Schaden hat. Aber hier in Non-Heroic haben wir 2 oder 3 gehabt, da war das kein großes Problem. So, letzter Boss der Instanz, 5 von 5. Für die beiden Quests nicht ganz unwichtig. Das ist Wrath of Ashara. Wie ihr seht, hat der schon praktisch gar keinen großen Lebenspool mehr. Liegt auch daran, dass wir vorher die ganzen Summoner gekillt haben. In Non-Heroic muss ich immer noch mal sagen, echt kein großes Problem. Außer wenn euer Team, so wie das in diesem Fall ist, die blöde Angewohnheit hat, sich so zu verteilen, dass ihr andauernd out of range seid. Ihr seht, der Demon Hunter ist die ganze Zeit out of range. Ich muss andauernd hin und her laufen, was für einen Paladin natürlich nicht so einfach ist. Hier seht ihr die Bombe. Ich habe die Bombe. Ich laufe ein bisschen weg, so dass das Team nicht das große Problem hat, dispelle das Ding bleibt auf dem Boden liegen, ich hau ab, alles gut. Wie ihr seht, ich habe nicht mal Schaden genommen. Was natürlich schwierig wäre, wenn mich so eine Welle getroffen hätte. Hier sind einige von diesen Wellen. Es passiert ziemlich viel, aber es ist kein Problem, Thema durch. Diese Instanz ist vorbei und ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen. Sobald ich habe jetzt in Valshara, oder wie das heißt, in der nächsten Sektion angefangen zu leveln. Da werde ich dann am Ende auch das Dungeon Quest machen. Da wird es bestimmt wieder ein Dungeon Quest geben. Und ich werde dann natürlich wieder gleich ein Video machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis dann.